Hallo und herzlich willkommen zu ZVEI Nachgefragt aus Hannover von der wichtigsten Industriemesse der Welt, der Hannover Messe. Unser Thema ist Industrie 4.0 und darüber spreche ich jetzt mit Jan-Stefan Michels. Er ist Leiter der Standard- und Technologieentwicklung bei Weidmüller. Guten Tag, Herr Michels. Wie innovativ ist der deutsche Mittelstand bei Industrie 4.0 und wo stehen wir bei der Umsetzung von Industrie 4.0? Zunächst einmal muss man ja feststellen, dass der Mittelstand im Bereich der Produktion und auch der Automatisierungstechnik, der Fertigungstechnik eine ausgeprägte Stärke hat. Das heißt, das ist etwas, von dem wir herkommen, von dem wir gut sind und in dem wir auch eine eindeutige Positionierung im Markt haben. Vor dem Hintergrund haben wir auch eine sehr gute Ausgangsposition, was die Einführung von Industrie 4.0 angeht. Da gibt es ja auch schon einige sehr gute Beispiele in der Spitze. Also da haben wir sicherlich schon Technologien und auch Applikationen realisiert, die über den Benchmark oder ein Testbit weit hinausgehen und in den Markt eingeführt sind. Auf der anderen Seite haben wir in der Breite sicherlich noch Potenzial und da ist es dann eben auch wichtig, den Transfer der Technologien aus den Hochschulen und der Forschung dann in den breiten Mittelstand sicherzustellen. Sind uns denn die amerikanischen IT-Unternehmen bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle voraus? Müssen wir da von den Amerikanern lernen? Auf der einen Seite, wir Mittelständler, wir kommen dann eben aus der Fertigungstechnik, aus der Automatisierungstechnik. Das ist das, was wir können und auch vermarkten. Auf der anderen Seite, die amerikanischen Konzerne, die kommen aus der Business-IT, die kommen aus der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, aus dem E-Commerce, ist sicherlich eine ganz andere Richtung. Und in diesem Bereich haben die Amerikaner sicherlich auch einen Vorsprung. Auf der anderen Seite, wenn wir das dann eben zusammenbringen und gegenseitig die Synergien suchen, IT und Produktion zusammenbringen, dann glaube ich, können wir da zusammen eine ganze Menge erreichen und eben auch die Industrie 4.0 konsequent einführen. Einer der Meilensteine der Arbeit der Verbände in der Plattform Industrie 4.0 ist das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0, kurz RAMI 4.0 und auch die Industrie 4.0 Komponente. Wo sehen Sie weiteren Standardisierungsbedarf? Das RAMI 4.0 ist ja so etwas wie ein Framework. Das ist ja kein dezidierter Standard, auch wenn das Ganze als DIN-Spec jetzt in die Standardisierung überführt wurde. Aber das RAMI-Modell setzt erst einmal den Rahmen um verschiedene Aspekte. Das ist jetzt die Aufgabe, die wir haben, eben die verschiedenen Schnittstellen, Kommunikationsprotokolle, die dann erforderlich sind, dort zu standardisieren, zu vereinheitlichen. Dabei aber auch gleichzeitig Freiheitsgrade zuzulassen, um die Anforderungen verschiedener Applikationen zu berücksichtigen. Es wird keinen eindeutigen Standard für alles geben, sondern da werden wir in unterschiedlichen Ausprägungen durchaus leben müssen. Und das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht, das RAMI dann herunterzubrechen in einzelne konkrete Standardisierungsprojekte und die dann anzugehen. Die Verwaltungsschale ist eines davon. Da gilt es jetzt, die entsprechenden Protokolle, die Semantik, aber auch die Datenmodelle, die dann erforderlich sind, in die Standardisierung zu überführen. Industrie 4.0 braucht eine einheitliche Sprache, damit Geräte unternehmensübergreifend miteinander kommunizieren können. Das endet ja nicht an Landesgrenzen. Was bedeutet das für die Standardisierung von Industrie 4.0? Was sind da aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte? Das bedeutet, dass wir international zusammenarbeiten müssen. So wie es die deutsche Plattform Industrie 4.0 und das amerikanische Industrial Internet Consortium jetzt ja tun. Da wird ja die Zusammenarbeit gesucht. Das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, um eben dort globale Standards zu erreichen. Und das wird sich dann eben auch mit anderen Regionen ergeben. Das Ziel ist es genau, die Modelle, die Semantik, die wir für die Industrie 4.0 brauchen, um die Technologien dann in die Anwendung zu bringen, dort gemeinsam verabreden und konsequent in die Standards treiben. Vielen Dank, Herr Michels. Das war ZVEI Nachgefragt aus Hannover von der wichtigsten Industriemesse der Welt, der Hannover Messe. Weitere Folgen finden Sie auf unserer Internetseite.